Einen wundervollen guten Tag, willkommen zu einer weiteren Folge von Marokka Dach Deluxe Online und heute reden wir unerwarteterweise mal wieder über das Thema meine Kanäle und deren Zukunft. Ihr habt's erraten, vielen Dank. Ja, danke für die Teilnahme an dieser repräsentativen Umfrage. Nein, es ist mal wieder Montag und mir ist aufgefallen, ich habe die letzten beiden Male schon auf einen Montag Marokka Dach Deluxe Online hochgeladen. Also warum machen wir das nicht einfach zu einer Trilogie und möglicherweise einer Tradition, wenn ich genug zu bereden haben sollte, was diesmal der Fall ist. So, jetzt schnappe ich erstmal Luft. Das war einstudiert und jetzt wird alles... Ja, seht ihr schon, weiß ich nicht mehr, was ich sagen soll. Nein, erstmal möchte ich mich bedanken. Ja, das ist das ganz stereotypische Dankessagen am Anfang. Es funktioniert extrem gut. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass es so extrem gut funktioniert. Aber diese ganze Essay-Geschichte, diese nicht mehr semi, sondern komplett geskriptete Geschichte, funktioniert extrem gut, sowohl für mich als auch für euch scheinbar. Und da möchte ich mich einfach mal bedanken. Es ist ein wundervoller Kompromiss. Ich bin extrem zufrieden damit. Vor allen Dingen, weil ich endlich mal dazu komme, wirklich die Themen, die mir seit, ich weiß nicht wie langer Zeit auf der Seele brennen, in meiner Liste zumindest sind, endlich mal abzuarbeiten, ohne dass ich mir Gedanken machen muss, oh mein Gott, wie lange dauert das denn jetzt, dieses Video fertig zu machen, sondern ich kann es einfach machen, ich kann einfach machen, was nötig ist dafür und ich bin sehr happy damit, wie es ist. Ich habe auch ein bisschen analysiert, wie wir das Ganze jetzt machen werden für die Zukunft, damit wir da einen gewissen Rhythmus reinbekommen und ich würde es gerne dabei belassen, dass wir 5 Essays die Woche machen. So wie es jetzt die letzte Woche gewesen ist, ne? Wir haben den Montags-MK8-Online-Part. Da würde ich jetzt einfach mal sagen, das ist so der allgemeingültige Ruhetag, wenn man das so nennen will. Also klar, es ist immer noch ein Video, aber es ist halt ungeschnitten so. Und dann machen wir 5 Essays die Woche. Das wirkt jetzt nach einer recht hohen Zahl, aber ihr habt ja gesehen, wie es letzte Woche lief. Es war sehr chillig. Ich habe meinen Tagesrhythmus und ich bin in der Regel vor 15, 16 Uhr damit fertig und fange in der Regel aber auch erst mittags an. Also es funktioniert ganz gut für mich, solange ich jetzt nicht plötzlich vorhabe, irgendein 30-Minuten-Video zu machen, was ich nicht vorhabe, by the way, sollte das richtig gut funktionieren. Und dann müssen wir mal gucken, wie wir die restlichen Videos so ein bisschen reinsprinkeln. Ich würde gerne mehr von der eine Runde Warten-Challenge wieder machen, als nur ein Cup pro Woche. Mal gucken, ob ich das auf 2 die Woche hoch uppe und dann vielleicht, weiß ich nicht, 2 Videos auf den Samstag lege oder sowas. Müssen wir mal gucken. Wir sind ja technically nicht begrenzt auf ein Video am Tag, wobei ich es jetzt auch nicht überstrapazieren möchte. Es soll ja hier nicht Quantität vor Qualität werden, sondern ich will schon mich auf das Kerngeschäft fokussieren und wenn dann noch Puffer da ist, mache ich halt ein bisschen mehr. Aber ja, eine Runde warten und mal gucken, was ich dann sonst noch so reinstreue. Na, Mario Maker mit Neon Leon. Jetzt ist es raus. Habe ich noch Neon Leon, kennt ihr möglicherweise aus der ein oder anderen Hide-and-Seek-Runde auf dem Kanal von Germi. Und ja, mich kennt ihr möglicherweise auch aus der ein oder anderen Hide-and-Seek-Runde auf dem Kanal von Germi. Ich war da jetzt sehr oft dabei. Jetzt habt ihr soweit die Route für den Silberkanal für die Zukunft. Da sollten nicht mehr viele Überraschungen auf uns zukommen. Wie ist es beim Hauptkanal? Heute habe ich endlich mal, nach was weiß ich wie langer Zeit, ein neues Video dort hochgeladen. Ich glaube, es ist jetzt wirklich fast 4 Wochen seit dem letzten Video dort her. Und ja, so ein bisschen was kam natürlich auch durch die Silberumstellung, durch die Prioritätenänderung. Aber das Articulus-Video jetzt hat sich auch wieder... Es hat eine Woche länger gedauert, als ich wollte. Was nicht unbedingt daran lag, dass ich das Video nicht machen wollte, sondern... Ich weiß nicht ganz, wie ich es beschreiben soll. Ich habe das gestern Abend schon mal jemandem erzählt. Also für euch gestern Abend und für mich gestern Abend. Das ist hier backfrisch. Wir haben 16.27 Uhr. Ich werde während dieser Party rendert und hochlädt einkaufen. Ja... Das ist hier die Multitaskerei, die ich in Kauf nehme, damit ihr möglichst backfrisch das Video bekommt. Nein, ich habe einfach nur bis gerade eben Articulus fertig gemacht, darum nehme ich jetzt erst auf. Aber wir kommen schon wieder vom Thema ab. Ich habe ein ganz merkwürdiges Gefühl beim Arbeiten am Hauptkanal. Es ist so eine nicht wirklich einfach beschreibbare Kombination aus Freude, sich um die Sachen kümmern zu können, egal worum, Skripten, Schneiden, raussuchen, recherchieren, vielleicht ein Spiel spielen, für das ich Footage brauche oder sowas. Aber auch jedes Mal eine irgendwie unsichtbare Qual? Klingt jetzt ein bisschen überzogen, aber ich denke mir echt immer die ganze Zeit, wenn ich an so einem Hauptkanal-Video arbeite, so, oh Gott, ich will das jetzt gar nicht machen, aber gleichzeitig will ich es machen. Ist das nachvollziehbar? Keine Ahnung, es ist nicht, dass ich keine Lust drauf habe, es ist, dass ich Lust drauf habe und mein Kopf sich dann so denkt, yo, nee, mach das bitte gar nicht. Wie so eine innere Blockade, die ich nicht wegbekomme, obwohl ich nicht will, dass sie da ist und nicht weiß, wo sie herkommt. Denn ich habe Bock auf Hauptkanal-Videos. Jetzt erst recht, wo ich mir nicht mehr Gedanken machen muss, oh mein Gott, dieses Video, in das ich mein Herz und meine Seele stecken will, kriegt es die 5000 Views? Das kann mir ja jetzt so egal sein, weil ich habe ja Silber jetzt genau dafür, wisst ihr? Und
nichtsdestotrotz geht ist dieses Gefühl schlimmer geworden. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Vielleicht legt sich das bald wieder. Vielleicht lag es jetzt immer daran, dass ich Silber zuerst an einem Tag gemacht habe und dann das Hauptkanalvideo so nebenbei gemacht habe. Articulus habe ich jetzt auch in irgendwie 5 Anläufen geschnitten. Das hätte mich normalerweise 1 oder 2 gekostet früher. Wir werden sehen, wo das hingeht. Ich will hier aber auch nochmal betonen, einfach nur damit es in einer gewissen Art und Weise klar ist, falls es Sinn macht, dass ich den Status des Hauptkanals so ein bisschen versuche auszufaden. Also ich habe in den Beschreibungen das jetzt so angepasst, dass da halt Comedy-Essay-Kanal, glaube ich, steht, oder andersrum Essay-Comedy-Kanal. Auf Twitter habe ich jetzt noch neues Hauptkanal-Video zu Articulus geschrieben, aber auch das wird sich bald ändern. Ich werde einfach Ballandor-Video und Silber-Video dazu sagen, denn ich möchte de facto nicht mehr wirklich das als meinen Hauptkanal bezeichnen. Silber ist auch nicht mein Hauptkanal, es ist einfach einer meiner Kanäle und ich möchte mich so ein bisschen davon verabschieden, dass es diesen einen Kanal gibt, wo es die spürbar meiste Arbeit und alles Mögliche drin gibt oder diesen bestimmten Status. Ne? Also es wird trotzdem eine Rangliste geben, Silber ist mir am wichtigsten, dann kommt der Hauptkanal und dann kommen Gameplay- und Let's-Play-Kanäle, über die reden wir gleich. Aber ich möchte nicht mehr, dass es irgendwie heißt, oh ja, es kam schon seit 4 Wochen kein Hauptkanal-Video mehr. Nee. Es kommen ja jeden Tag hier Videos. So, wenn dann auf einem der Kanäle 4 Wochen mal nichts kommt, ärgerlich. Möglicherweise auch entgegen meiner Planungen und entgegen meiner Versprechen und Erwartungen und was auch immer. Aber ich lade ja trotzdem täglich hoch oder zumindest beinahe täglich. Ich habe 1-2 Mal habe ich ausfallen lassen, aber jetzt im Oktober möchte ich eigentlich jeden Tag hochladen und das dann auch so beibehalten. Außer es kommt irgendwas dazwischen oder es gibt irgendeinen triftigen Grund. Aber ich schweife schon wieder ab. Ich will das nur kurz anmerken, ne? Von wegen hier, Ballandor bezeichne ich nicht mehr wirklich gerne als meinen Hauptkanal jetzt, weil es ist einer meiner Kanäle und das reicht als Bezeichnung. Aber wie es da jetzt weitergehen soll, ich habe mir Gedanken gemacht, ich werde jetzt als nächstes einfach ein kurzes Video machen, wahrscheinlich. Also ich habe als nächstes vor, ich werde euch jetzt einweihen in meine nächste Idee, eine Art, was ich mit den 1-Stern-Bewertungen gemacht habe, aber nicht mit Amazon-Bewertungen, sondern mit Amazon-Beschreibungen zu Fake Joy-Cons. Ich habe die Idee bekommen aus einem der Articulus-Videos, wo ich mir ja einmal so einen Fake Joy-Con-Artikel vorgeknüpft habe von, ich weiß nicht was, Future Zone, ich glaube. Und da ist mir die Idee gekommen, das zu machen und ich habe das immer nicht gemacht, weil ich mir immer dachte, ja, das ist ja ein Video mit zu wenig Substanz und es ist vielleicht einfach nicht lang genug oder sowas. Jetzt kann mir das ja egal sein, ich muss ja nicht auf irgendeine 8-Minuten-Marke pochen. Weil ich habe ja eh nicht vor, meinen primären Lebensunterhalt mit dem Hauptkanal, mit dem Ballandor-Kanal zu verdienen. Seht ihr, ich brauche auch noch einen Augenblick, bis ich mich dran gewöhnt habe. Aber ja, das wird das nächste Video. Ich freue mich drauf und es kommt hoffentlich innerhalb der nächsten Woche. Oder ich bin einfach blöd. Nächste Amtshandlung, Ballandor Xenon ist an den Start gegangen. Das ist mein Gameplay-Kanal, den ich gegründet habe, mit dem Zweck, anderen YouTubern deutsches Videospielmaterial zur Verfügung zu stellen. Bisher beschränkt auf Mario Kart 8 Deluxe, aber bald auch mit weiteren Spielen und auch mit dem Let's Play Footage von meinem Let's Play Kanal, ey, der noch nicht gestartet ist. Das ist Ballandor Nickel. Also ich werde auch nochmal, ich überlege, ob ich mein Video von wegen, warum habe ich so viele Kanäle auf dem Hauptkanal von letztem Jahr nochmal remaken soll mit all den ganzen aktuellen Zuständen. Aber ne, für die, die jetzt nochmal eine ganz, ganz grobe Übersicht brauchen, weil sie mit den Namen durcheinander gekommen sind. Ballandor ohne Zusatz ist mein Essay-Comedy-Mehr-Hobby-Dings-Kanal jetzt. Silber ist der Kanal mit den täglichen Videos und diesen teilweise geskripteten Essays und teilweise einfach solchen Videos wie diesem hier. Xenon ist mein Gameplay-Kanal, unkommentiertes deutsches Gameplay, das man einfach so benutzen kann, ohne Namensnennung, ohne Quelle, was weiß ich. Und Nickel wird der Let's Play-Kanal. Ja, da kommt einfach sowas wie auf dem Kanal hier Super Mario 64 oder Bloons Tower Defense 6 gewesen ist. Das wird da dann weitergehen, beziehungsweise halt kommen. Ne, Bloons auch wird da weitergehen, ne, für die, die sich fragen, wo das bleibt. Das wird da weitergemacht mit Part 9. Aber ja, Xenon hatte jetzt 1-2 Schwierigkeiten, was so ein bisschen daran lag, dass einfach viel aufeinander gekommen ist. Es war nicht so, dass ich das jetzt gezielt vernachlässigen wollte oder mich da übernommen habe. Es war einfach ein bisschen ungünstiges Timing. Ich werde morgen da das nächste Video wieder hochladen. Ich hatte 2 Abende in Folge ein Hide and Seek Event und jetzt heute Abend ist ein Livestream auf dem Kanal von Erik, wo ich mitmache. Also es war so ein bisschen schwierig. Normalerweise habe ich Xenon-Material immer am Abend gesammelt mit ein paar Leuten im Discord-Anruf. Das hat sich jetzt einfach nicht so ergeben.
Und entsprechend geht's da halt morgen erst weiter, aber dann auch wieder mit dem gewohnten zweimal am Tag Rhythmus. Kommen wir als nächstes zu Ballandor, Nickel, den Let's Plays. Wann gehen die denn los? Ich habe den Kanal ja schon mal angeteased und der existiert auch schon. Er ist auch schon in den Beschreibungen verlinkt, sowohl hier als auch auf Ballandor. Also, wann geht's los? Ich peile diesen Monat an. Ich überlege jetzt innerhalb der nächsten Woche, also dieser hier, ne, die heute beginnt mit dem 9. Oktober, versuche ich schon mal ein bisschen was aufzunehmen, damit der Kanal nicht mit einem Video auf Vorrat startet oder sowas. Und dann wird es wahrscheinlich in ein bis maximal zwei Wochen dort losgehen. Das wird halt auch in die Skala Hobbyprojekt fallen. Also das wird jetzt nicht meine erste Priorität sein, wenn mal das Videomaterial ausgeht. Ich probiere ein Video am Tag dort zu machen. Also nicht zwei wie auf Xenon, sondern eins. Der Grund, warum ich zwei auf Xenon, aber nur eins auf dem Let's Play-Kanal mache, obwohl ich gesagt habe, ich will das Footage so ein bisschen cross verwenden, also das Let's Play-Material, kann ich ja auch nochmal einfach ohne meine Stimme ein bisschen anders geschnitten hochladen auf Xenon. Das ist ja jetzt nicht die Welt. Das Einzige, was dadurch so ein bisschen anfällt, sind Render- und Hochladezeiten. Ansonsten, ja gut, die meiste Arbeit hat eine gute Schnittmenge. Aber der Grund, warum es mehr auf Xenon geben wird als auf Nickel, ist, weil ich mein ganzes altes Videomaterial ja auch noch habe. Wisst ihr, was ich meine? Ich habe noch Mario Land, Mario Land 2, Mario Bros. 3, Mario World, Mario Bros. 1. Ich habe meinen ganzen alten Kram, den ich auch nicht Let's Playen möchte, weil, naja, ich habe aktuell kein Interesse an den Spielen und habe lieber andere Spiele, die ich spielen möchte. Das kann ich ja alles auch noch aus dem Archiv kramen. Habe ich bisher einfach noch nicht gemacht, aber habe ich vor noch zu machen. Oh, es wird ein legendärer Moment. Zack. Wäre jetzt ein bisschen billig gewesen, wenn ich es nicht geschafft hätte, ne? Habe ich so hoch gehypt und dann, ja, aber in dem Fall hat es geklappt. Kann ich den Gap Jump nicht mehr machen. Irgendeiner hinter mir fährt auch einen blauen Yoshi. Sehr, sehr sympathisch. Aber er wird jetzt wahrscheinlich inklusive mir von diesem Donkey Kong eingeholt, der den Schock gedodged hat. Ich bin sehr traurig. Oh Gott, springe ich zu weit? Nee. Ja, der hat immer noch einen Stern. Ich habe keine Verteidigung, bitte. Ich habe es mir verdient, okay. Komm, der Gap jumpt jetzt und dann... Nee, nee, mir wird der Erste gelassen. Ich bin positiv beeindruckt. Diese Strecke sammelt gerade einen Mini-Sympathiepunkt bei mir. Ich bin fasziniert. Ja, ich rede im nächsten Rennen weiter, ne? Ich bin jetzt bisschen aus der Fassung gekommen. So, Nickel. Ja, ein Video am Tag. Eins davon wird dann manchmal Bloons sein. Und dann habe ich noch ein zweites Projekt in Planung. Ein RPG. Das habe ich angekündigt. Und das RPG fängt eventuell mit P an und hört mit G auf. Wenn euch das jetzt genug Informationen gibt, dann dürft ihr euch entweder freuen oder ärgern. Oder ihr seid trotzdem einfach verwirrt. Kann alles sein. Auf jeden Fall, jetzt habt ihr die Informationen, die ich euch bereit bin zu geben zum aktuellen Zeitpunkt. Wie gesagt, auch der Let's Play-Kanal. Es wäre natürlich in irgendeiner gewissen Hinsicht cool, wenn der irgendwann was Monetäres abwirft. Aber dafür braucht er halt auch erstmal 1000 Abonnenten und 4000 Wiedergabestunden. Das hat auch bei Silber eine ganze Zeit lang gedauert. Und Silber habe ich ja damals aktiv mitgepusht vom Hauptkanal aus. Das habe ich jetzt beim Let's Play-Kanal nicht so doll vor. Der soll einfach nebenbei laufen, damit ich halt... Es ist halt so... 50 Fliegen mit einer Klappe. Ich möchte Let's Play-Videos machen, aber dieser Kanal passt dafür nicht mehr wirklich. Ich möchte die Gameplay-Sachen sammeln und kann sie dann auf YouTube bereitstellen für die Leute, die es brauchen, wodurch ich anderen helfe mit den Sachen, die ich mache. Und dann habe ich das Material ja auch noch, falls ich es mal für Silber und oder Ballandor brauche. Und es ist einfach, ich helfe mir einfach an vier Fronten damit. Es ist einfach super. Sowas wie MKH Deluxe Online wird halt weiter hier kommen, ne? Alles, wo ich irgendwie sage, ist nicht ganz so linear, das kommt dann noch hier. Ich erwähne es immer wieder, aber ne, ich möchte Verwirrungen ausschließen, denn ich kann mir ganz gut vorstellen, dass ein kleines bisschen verwirrend sein kann, wenn man auf einmal vier Kanäle hat, die alle nach irgendeinem Element benannt sind oder manchmal auch nicht und dann haben die auch noch ähnliche Effekte und Geschichten und so weiter und so fort. Kann ein bisschen verwirrend sein. Wir werden uns dran gewöhnen, okay? Wir werden das alles hinkriegen. Ich glaube an uns, ich glaube an euch, ich glaube an mich. Und das wäre es eigentlich soweit von der heutigen News-Parade. Jetzt gibt es nicht mehr wirklich irgendwas, was ich noch in der restlichen Runde machen kann, außer meinen 10. Platz vielleicht mal ein bisschen aufzuwerten. Das ist gerade ein kleines bisschen nicht so gut. Ich möchte nämlich ungern, ich habe jetzt die ganze Zeit, das ganze Video über, habe ich meine Max VR verteidigt. Und jetzt will ich die nicht im letzten Rennen verlieren. Bitte, bitte, bitte. Okay, was machen wir am besten? Kriegen wir das Doppel-Item? Nein. Okay, wir kriegen gar nichts. Wir kriegen einen feuchten Händedruck und auf die Nase. Wären wir jetzt in Mario Kart Tour, könnte ich jetzt ein Item-Ticket einsetzen, aber wir sind nicht in Mario Kart Tour. Alleine die Tatsache, dass mir diese Analogie jetzt gerade eingefallen ist, spricht nicht dafür, dass ich meine Zeit sinnvoll verwendet habe in den letzten Wochen.
Nochmal kein Item. Let's go. Let's actually go. In dem Moment, in dem ich on topic kommentiere und tatsächlich ein bisschen versuche. Oh, aber wir könnten eventuell... Nee, wir verlieren trotzdem Punkte auf dem 6. Ja gut. Es muss wahrscheinlich so enden. Sonst sind die Götter nicht glücklich. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, lasst nichts anbrennen. Und heute Abend, das habe ich ganz vergessen zu erwähnen, aber heute Abend um 20 Uhr auf dem Kanal von The Legend of Eric, ich verlinke es in der Videobeschreibung, ist ein Livestream mit mir. Falls ihr mal wieder ein bisschen was Livestream-mäßiges von mir sehen wollt, ihr habt ja auch jetzt diesen Part hier ungeschnitten ausgehalten. Falls ihr das sehen möchtet, da bin ich heute 20 Uhr, ne, auf dem Kanal von Eric. Ich verlinke es in der Videobeschreibung. Ich verlinke sogar den Videolink in der Videobeschreibung, damit ihr nicht erst auf den Kanal und dann auf den Link stolpern müsst, sondern direkt auf den Link gestolpert seid. So, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.